Spaghetti Bolognese schmecken, gingen immer gut, sind total lecker und eigentlich recht einfach zu machen. Wenn's wissen willst, wie es ohne Backerl und Pulver geht, dann schau dir mein Video an. Und jetzt machen wir uns ein leckeres Ragout alla Bolognese und dafür brauchen wir verschiertes Hackfleisch. Wir brauchen geschnittene Zwiebeln, wir brauchen klar geschnittene Karotten, ein bisschen an Sellerie, der unterstützt den Geschmack sehr. Dann brauchen wir Salz, einen Pfeffer, einen ganz kleinen Hochzimt. Wir brauchen einen Oregano, wir brauchen ein Paprikapulver und passierte Tomaten brauchen wir auch noch. Und was fehlt? Ganz logisch, die Spaghetti. Ja, unser super Rest mal jetzt einmal. Das Gemüse und die Zwiebeln schön an. Und jetzt paprizieren wir es. Dann unseren Paprika dazu. Ganz kurz durchschwenken, damit wir unsere Farbstoffe lösen. Aber damit er nicht bitter wird, gießen wir gleich mit Paradeissalz aus. Und jetzt haben wir unsere Basis fertig. Und da rein kommt jetzt mehr Fleisch. Ich röste es nicht an, weil Röstaromen habe ich genug vom Zwiebeln und vom Gemüse. Ist die Gefahr, dass das sonst so hart wird und so komisch. Also wir lassen das da drinnen einfach zu gehen. So kriegen wir auch keine Prickel. Weil die wollen wir ja auch nicht in unserem Ragu drin haben. Das soll ja schön, schön glatt sein. Und jetzt kochen wir unser Ragu, unser Bolognese-Sauce. Je länger sie Zeit hat, umso besser schmeckt es. Für unsere Spaghetti habe ich jetzt Wasser und ein bisschen Salz abgeschmeckt. Und da kommen sie jetzt rein. Und da werden wir sie jetzt schön bissfest für unsere Bolognese kochen. Die Nudeln sind gekocht und angesät. Mein Ragu Bolognese, meine herrliche Bolognese-Sauce. Und jetzt mehr wie eine Stunde kocht. Weisheit von einer alten italienischen Nonna. Ah, je länger du kochst, umso besser schmecken. Also wenn du da Spaghetti-Sauce magst, eine Bolognese-Sauce, kochst am Tag vorher, warm es auf. Dann schmeckt es nicht mehr so gut. Geht ganz einfach und flott. Geben wir ein bisschen einen schönen Hartkäse drauf. Vergund aber einen guten. Im Ganzen, den du selber frisch reibst. Der schmeckt nämlich noch einmal so fein. Dann freue ich mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Schau rein, da gibt es noch etliche andere leckere Pasta-Rezepte. Das werden wir uns jetzt auf alle Fälle gut schmecken lassen. Wir haben vielleicht Lust, ein Abo da und einen netten Kommentar. Liebe Grüße von der Gabi aus Österreich.